7. September 2019 in Köln, Chateau Henri. Ein großes Event und eine tolle Veranstaltung. Eine Veranstaltung der Pfeifenraucher. Die deutsche Meisterschaft in Pfeife langsam rauchen. Zelebriert von wie vielen Leuten? Als Teilnehmer 96. 98 Menschen rauchen Pfeife. In Deutschland rauchen zum Glück noch mehr Leute Pfeifen, aber Wettbewerb ist was anderes. Und diese Meisterschaft hat auch hier wieder gezeigt, das ist eine große Familie. Ich habe das auch so wahrgenommen, wenn ich diese Leute sehe, die mit ihren Anstecknadeln kommen, mit ihren Jackets, die zum Verein gehören, zum Club gehören. Das ist Vereinsleben pur. Das stimmt tatsächlich. Man nutzt die Gelegenheit der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, um Pfeife zu rauchen, aber auch immer wieder, um Freunde zu treffen. Das ist ja eine, wie gesagt, große Familie und das wird zelebriert. Die Pfeife ist allenthalben nicht mehr ganz so im Gespräch wie früher, aber wir haben schon öfter darüber geredet, sie kommt wieder. Also es gibt wieder junge Leute, die sich mit der Pfeife beschäftigen, die mit der Pfeife unterwegs sind, die außerhalb von zu Hause rauchen, die vielleicht auch zu Hause ihr Pfeifchen anstecken. Pfeife ist eben eine andere Welt als das Rauchen schlechthin. Absolut, absolut. Und da gibt es wirklich große Unterschiede zwischen dem allgemeinen Rauchen und Pfeiferrauchen. Jetzt habt ihr demnächst die Weltmeisterschaft. Also das geht ja wirklich jetzt Schlag auf Schlag. Ja, das ist aber ein jährlicher Turnus. Wir sind im Oktober sind wir in der Ukraine, in Lviv, im ehemaligen Lemberg. Und rauchen dort einen World Cup für Clubmannschaften aus. Da werden erwartet zwischen 300 und 400 Teilnehmer. Es gibt ja Clubmeisterschaften, es gibt Einzelwettbewerbe, es gibt Damenwettbewerbe, Herrenwettbewerbe. Das ist schon ein richtiges Programm, ne? Ja, die Damenwettbewerbe und auch die Mannschaften sind ein Resultat aus dem Einzelwettbewerb grundsätzlich. Und man hat der Höflichkeit halber den Damen eine Extrachance auch vor Jahren eingeräumt, damit sie nicht in der großen Masse der Herren untergehen, sondern auch ihren Stellenwert bekommen und auch ihre Erwähnung finden. Das Ganze geht aber auch nur, wenn man Sponsoren hat. Partner hat, die das mit begleiten. Ja, das beginnt an sich aus den privaten Kreisen. Wir sehen uns nicht als gewerblich, wir sehen uns als private Anwender und sind immer wieder natürlich davon auf der Suche, auch entsprechende Unterstützung zu bekommen und suchen dadurch den Kontakt zur Industrie, zum Pfeifenfachhandel und in der Vergangenheit auch erfolgreich. Es lebe der Genuss, es lebe die Pfeife, es lebe der Verband der deutschen Pfeifenraucher, Kurt Eckermann sowieso. Vielen Dank für das Gespräch, Kurt. Bitte schön, gern geschehen. Thank you.